Yo, Moinsen Guys, euer FIFA-Sweater ist back am Start mit einer weiteren Ansage oder Real Talk auf diesem Kanal, Jungs. Und dieser Typ hat mir keine andere Wahl gelassen. Es geht um Marvin's United, einen der ehrenlosesten YouTuber, die ich kenne. Er klaut Thumbnails von anderen YouTubern für seinen Profit und kopiert sie fast auch noch eins zu eins bei sich hin. Er geiert, hat bei mir mehrere Wochen vehement nach Abos gegeiert und ja, was soll ich noch dazu sagen? Er wollte bei mir Designer werden und ja, wie er es geworden ist, das kann ich euch am Ende auch noch erzählen. Jungs, es sind wie immer Screenshots und Beweise und auch Videos mit am Start, Jungs. Ihr kennt das von mir und genauso kennt ihr es, dass der gute Mysterio mit dabei ist. Als Mod, der alles hautnah miterlebt hat, den Anfang und den Ende der Story und sagt Moin, Digga. Okay, Jungs, ich erzähle euch jetzt erstmal, was dein guter alter Marvin United so unter Sweaters Kommentaren geschrieben hat. Zum einen hat er unter Sweaters Kommentaren geschrieben, dass er Abo gegen Abo machen will und Sweater daraufhin geantwortet, dass er das nicht möchte, da er eh nicht aktiv wäre und die somit sinnlos für ihn wäre und er ein inaktiver Abonnent auf Sweaters Kanal wäre. Des Weiteren habe ich danach, also ich, Mysterium, Kommentar von ihm eben gelöscht, weil ich gewusst habe, dass das Sweater eben auf den Sack geht und er keinen Bock hat, immer so dumme Leute da in den Kommentaren zu sehen. Ja, Jungs. Und jetzt gebe ich mein Wort ab wieder an den FIFA-Sweater. Ja, Jungs, und dazu muss man halt auch wirklich sagen, ein einziger Kommentar ist übrig geblieben, da haben ich und meine Mods wahrscheinlich geschlafen. Vielleicht ist es auch nicht allzu schlecht, weil da kann ich euch den Kommentar gleich mal einblenden. Und Jungs, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich verstehe diese Scheiße nicht. Marvin oder United, wie auch immer du genannt werden willst, du hast 330 Abonnenten. Und pro Video fast immer mindestens 100 Aufrufe und du kommst zu mir, FIFA-Sweater, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal an den 200 Abonnenten dran war, so circa 40 bis 70 Aufrufe pro Video hast und du kommst zu mir und geierst? Junge Mann, daran merkt man auch einfach, dass du einfach die Arbeit von manchen YouTubern nicht schätzt und die durch deine sinnlosen Kommentare und dazu auch noch bringen willst, so eine kleine Community, die ich habe, aufzumischen, um zu dir rüberzukommen. Was soll denn das eigentlich? Erarbeite deine Abonnenten mal selber. Also ich bin ganz ehrlich, meine Mods, die geiern schon manchmal in den ein oder anderen Stream herum. Auch Mysterium. Aber unter einem Video zu schreiben, abonniert mich und damit auch noch deine komplette Zuschauerschaft zu beeinflussen, das würde ich niemals tun, das bin ich ganz ehrlich. Das ist schon eine etwas dreckige Mache und genauso dreckig finde ich auch noch das, auf das wir später eingehen werden. Ja, Jungs, und wie der ein oder andere mitbekommen hat, war ich ja letztens auf Designersuche und der hat zu meinem Entsetzen schon fast oder auch zu meiner Hoffnung Marvin's United drunter geschrieben, dass er das Ganze mit übernehmen will. Und ich habe wirklich gedacht, Jungs, Mann, der Typ verändert sich vielleicht und wird vielleicht doch noch zu einem sympathischen Mitglied hier auf meinem Kanal. Und da kam auch schon mal die erste komische Ansage, nämlich von ihm, dass er nur über E-Mail schreiben kann. War für mich in Ordnung, ich habe aber nochmal skeptisch nachgefragt, ob er denn regelmäßig sein Postfach auschecken kann. Und das hat er bejaht und somit war ich ganz zufrieden. Ich habe ihn angeschrieben, er hat wieder schnell zurückgeantwortet, dann habe ich wieder geschrieben und dann ewige Stille. Ja, Jungs. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, das kannst du nicht so schlimm nehmen. Ich werde euch jetzt eine Szene aus meinem Video einblenden, wo ich sage, wie wichtig mir der enge Kontakt mit meinen Designern ist. Nächste Woche rechnen, die ich so einfordere. Deswegen wäre mir auch ein enger Kontakt mit den Designern oder auch gerne mit den Designern sehr wichtig. Also ich hätte auch kein Problem damit, wenn sich jetzt hier zwei, drei gute Leute melden. Jungs, und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Video habe ich wirklich gemacht aus tiefster Verzweiflung, weil ich bin ganz ehrlich, meine eigenen Thumbnails, die ich erstelle, wie ich euch das in dem Video gezeigt habe mit Traoré, sehen nicht wirklich so gut aus. Und ich war schon ein wenig verzweifelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kurz davor, mit YouTube aufzuhören, weil es klingt zwar arrogant von den 200 Abonnenten YouTube, aber ich brauche einen scheiß Designer, weil sonst kann man seine Videos nicht anständig vermarkten. Und wie der ein oder andere mitbekommen hat, habe ich auch nicht so die Boom-Aufrufe. So 60 Aufrufe manchmal, also meistens. Und
ohne diese Thumbnails, die mir Lächels jetzt wieder zum Glück erstellen kann, hätte ich dann 30 oder so. Ja, klingt wieder gleich klickgeil, aber jeder kann sich vorstellen, 200 Abonnenten, YouTuber mit 30 Aufrufen. Da ist so das ein oder andere schief gelaufen. Und der gute Marvin, ja, der hat sich eine ganze Ewigkeit nicht gemeldet. Und das war natürlich für mich schon ein bisschen Stutzen und ich war schon ein bisschen wütend. Vor allem, weil das in einer so wichtigen, entscheidenden Phase für mich auf YouTube war, weil ich wahrscheinlich sonst aufgehört hätte. Und dann schreibt er mich eine Weile später an: Ja, Digga, ich konnte nicht, hatte Schule, kannst du das verstehen? Ich schreibe ihm ja geschrieben, obwohl ich es nicht verstehen konnte. Wie gesagt, Jungs, ihr habt den Ausschnitt gehört. Ich habe gesagt, mir ist ein enger Kontakt wichtig und wenn man sich dann ewig nicht meldet, dann finde ich das eine absolute Frechheit und das grenzt für mich schon fast an Verarsche. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an Mysteriums Aussage vor uns erinnern. Er hat gesagt, er würde aktiv bleiben. Ja. Und irgendwie ist das ja nicht, weil wenn er aktiv wäre, dann hätte er es doch wohl mitbekommen, dass ich in dem Video gesagt habe, dass mein enger Thumbnail-Kontakt mit meinen Designern wichtig ist. Und daran sieht man schon wieder, Marvin, du bist einfach nur so ein Typ, der schreibt bei jemandem drunter, nice Video, abonniert mich und bist in Wirklichkeit nur ein scheiß Watchtime-Drücker. Und ganz ehrlich, wer braucht solche Leute wie dich? Warum soll ich dich abonnieren, wenn du einfach nur auf mein Video klickst, nice Video, abonniert mich, schreibt und dann meine Watchtime in Wirklichkeit drückst? Ja, Sweater, du verdienst doch kein Geld mit deinen Videos, aber trotzdem ist es irgendwie schön, wenn man bei der Watchtime eine Statistik sieht, der Realität entspricht und nicht so ein Marvin's United, der sich das Video 3 Sekunden anguckt, merkt, Digga, Sweater sucht einen Designer, lass mal korrekt sein, schreibt ihm drunter. Naja, korrekt bist du in Wirklichkeit nicht gewesen und dann ging das Ganze noch auf ein völlig anderes Level. Ja, Jungs, wie ich ja gesagt habe, war ich skeptisch, dass er nicht über E-Mail schreibt. Ich habe ihn auch so geschrieben halt vorher, ob er Skype hat, beziehungsweise er hat es von Anfang an reingeschrieben, dass er keinen Skype hat. Und ganz komischerweise, als Lächels dich nach einem Squad-Builder-Showdown anfragt, hast du plötzlich Skype? Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass Leches ist ein Kollege von mir, Jungs, ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es klingt halt einfach auch wirklich so, weil Leches viel mehr Relevanz hat als zum Beispiel meine Wenigkeit auf YouTube, legst du dir plötzlich Skype zu. Warum? Jemand anderes hat für dich mitgedacht, ein Video zu machen, ohne Eigenleistung, wie wir das dann noch später sehen werden, wie viel Eigenleistung du in deine letzten Videos reingesteckt hast. Und da holst du dir plötzlich Skype, aber wenn so ein kleiner 200-Abonnenten-Typ wie Sweater anfängt, sagt nein, dann holst du dir natürlich nicht Skype. Aber irgendwann kam bei dir die Besinnung und du hast zu mir geschrieben: Adde mich auf Skype, ich heiße Marvin, bla bla bla. Ich habe dich auf Skype geaddet, du hast nicht angenommen, hab Leches gefragt, ich habe anscheinend deinen falschen Account geaddet, obwohl du dort eigentlich unwiderruflich dein Gesicht als Profilbild hattest und jeder, der deinen Kanal kennt, kennt auch dein Gesicht, logischerweise. Und ich kenne deinen Kanal von den Thumbnails her nur. Ja, Jungs. Und dann kam so der Moment, da habe ich mir so gedacht, Digga, ich schreibe dir mal meinen Skype-Namen. Und was er dann darauf geantwortet, war für mich phänomenal. Und ganz ehrlich, ich blende euch jetzt mal was ein. Ich habe ihm meinen Skype-Namen geschrieben und er schreibt mir, er hätte mich nicht gefunden. Kurze Info dazu, als ich dieses Designer-Video gemacht habe, haben mich 4 Leute über Fuba 101 geaddet. Warum du nicht? Und schreibst mir, dass es nicht geht. Es kann sein, dass es nicht geht. Aber wenn mich 4 Leute an demselben Tag adden und ich habe nur diesen Skype-Namen reingeschrieben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, grenzt das für mich an Verarsche. Ich blende es dir hier jetzt ein. Das bin ich, FIFA Momentum auf Skype und alias Fuba101 als Skype-Name, wenn du richtig lesen kannst. Ja, Jungs, ich war aber auch vor allen Dingen ein bisschen sauer, weil er halt ein bisschen besseres Thumbnails als ich gemacht hat. Und das kriegt ehrlich gesagt jeder hin. Und da ist jeder ein bisschen wütend, weil, ja, wenn man mir das verspricht und dann man bessere Thumbnails hat, dann würde man das schon recht gerne haben wollen. Und das ein oder andere Thumbnail von dir hat das auch bekräftigt, wie zum Beispiel dein Son-Video. Das hat das Ganze noch ein bisschen bitterer gemacht. Aber dann kam die Wahrheit ans Licht, nämlich ich gönne mir mal so ein Ruhe das ein oder andere Video zu. Ich weiß gerade gar nicht, welche SBCs kam raus, Mbappé, Lothar und Cavani. Und dann sehe ich doch plötzlich am Ende dieses Videos wird mir so ein Son-Video angezeigt und das Thumbnail habe ich mir gedacht, kenne ich doch irgendwo. Wir filmen jetzt einfach hier seinen Kanal, wie du es sehen kannst, und switchen jetzt zu diesem Engländer rüber. Und wir sehen, der Engländer hat das vor 4 Tagen genau das identische Video hochgeladen.
Und wir sehen, wenn ich hier oben auf Marvin's United draufgehe, dass da das Thumbnail für 14 Stunden ist. Also auf alle Fälle, solche Leute sollen Designer werden. Überragender Typ. Woher? Vielleicht komme ich da auf dich drauf. Nein, ich kann auf den Kanal Rixor drauf. Ganz schön komisch, oder? Ja, und dann hat man einfach mal so gemerkt, Digga, du hast das Thumbnail von Rixor 1 zu 1 übernommen. Einfach, das ist Urheberrechtsdiebstahl, Mann. Der Typ erstellt was und du nimmst es für deine eigenen Zwecke. Irgendwie ist das wie bei meinem Kanal. Ich stecke Arbeit in meine Videos, du willst Abonnenten absahnen. Der steckt Arbeit in sein Thumbnail, du willst das Thumbnail absahnen. Ja, Junge, und daran sieht man auch einfach mal, wie profitorientiert du bist. Ich steck Arbeit in meinen Kanal rein, harte Arbeit, wahrscheinlich härtere als du reinsteckst. Du willst von mir Abonnenten geiern. Der Typ steckt mehr Arbeit in seine Thumbnails als du. Und wir sind mal ganz ehrlich, wenn man dieses Son-Thumbnail mit den restlichen vergleicht, dann hätte man es ja eigentlich auch merken müssen, dass das gar nicht von dir kommen kann. Wenn man sich so die restlichen anguckt, die haben alle denselben langweiligen Stil im Hintergrund. Ja, ich kann selber nicht gut designen, aber im Gegensatz zu denen sind deine Thumbnails wirklich richtig langweilig aus. Ja, Junge, und ich habe mir so gedacht, Marvin, du verarschst mich. Ich verarsch aber nicht den guten Engländer, sondern ich habe den guten Ehrenmann in die Kommentare geschrieben. Und den seine Antwort, das war einfach wieder mal so sinnbildlich für das heutige YouTube und für solche Leute wie dich. Ich blende es euch jetzt ein. Er hat mir nämlich so im Wortlaut zurückgeschrieben, das ist fast eine ganz normale Sache auf YouTube. Und da bin ich ganz ehrlich, durch solche Leute wie dich ist Urheberrechtsdiebstahl normal? Warum ist denn das normal? Das ist, normalerweise kannst du später auch nicht von irgendjemandem die Doktorarbeit klauen, aber von dem das Thumbnail kopierst du eins zu eins. Und das ist jetzt auch die Sache, Junge, du wirst dich vielleicht gewundert haben, beziehungsweise alle haben sich gewundert und auch ich, du hast dann dieses Thumbnail rausgenommen. Kleiner Tipp, ich habe den guten Rixor darauf gebracht, dass du das Thumbnail eins zu eins geklaut hast. Ja, Junge, und dann habe ich mir so gedacht, gestern, komm, ich gebe dir die allerletzte Chance und frag dich in deinem Video und den Kommentaren, warum du das Thumbnail gelöscht hast. Du so, ist halt so. Genau, Digga. Nur dass das nicht, nur dass ich das noch nicht mitbekommen habe, hast du nicht mitbekommen. Also das ist schon, ah, das ist richtig traurig. Anstelle wenigstens da die Wahrheit rauszuhauen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Er klaut auch noch von FIFA Ghost United die Thumbnails. Ja, Jungs. Jungs, sehen wir uns mal das schöne Thumbnail hier von FGU an. Ich gehe mal mit dem Pfeil hier drauf. Sieht eigentlich ganz fresh aus, oder? Und das hat selber sich auch der gute Marvin's United gedacht. Und wie ihr hier sehen könnt, irgendwoher kommt mir das bekannt vor, aber ich weiß nur noch nicht woher. Wir springen nochmal zurück. Und ich weiß nicht, woher mir das bekannt vorkommt. Also, ich sehe da überhaupt keine Parallelen, oder? Also, wenn ihr da eine Parallele seht, Jungs, schreibt mir das in die Videobeschreibung. Nein, Alter, man sieht das doch eindeutig schon daran, dass dieses 90 plus im Gegensatz zu dem Rest des Thumbnails so erbärmlich aussieht. Also, keine Ahnung. Das ist einfach nur bitter. Das ist einfach nur bitter. Und ich bin ganz ehrlich, Jungs, wenn ihr noch einen zweiten Teil von seinen geklauten Thumbnails sehen wollt, weil ich habe auf seinem Kanal schon das eine oder andere weitere Verdächtige gesehen, dann schreibt mir das auf alle Fälle in die Kommentare. Weil, bin ich ganz ehrlich, YouTuber verarschen, Abos geiern und dann noch Thumbnails 1 zu 1 klauen. 1 zu 1 fast. Nur dass du beim FIFA Ghost United du deine eigene Fresse mit auf Thumbnail geklatscht hast. Das hat doch nichts mit Eigenleistung zu tun, Mann. Wenn ich sowas machen würde, ich könnte nächtelang nicht schlafen. Es gibt sowas, was man Fremdscham nennt. Aber das kennst du wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich auch vom Ding her richtig traurig. Also Jungs, meiner Meinung und mit der Meinung nach hat der gute alte Marvin United seine Thumbnails geklaut, weil er eben mit den Thumbnails von größeren YouTubern meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit an sich zieht, weil die Thumbnails von den größeren ja schon ein wenig professioneller sind als von so einem 100 Abo oder 300, keine Ahnung, wie viel du hast, interessiert mich auch nicht. Und damit generierst du zusätzlich Klicks, weil die Leute denken eben, das Thumbnail kommt von dem größeren YouTuber, weil die für ihre Thumbnails schon eher bekannt sind als du jetzt eben. Und damit generierst du halt nochmal zusätzlich Klicks. Und das ist schon eine armselige Leistung von dir, dass du auf so eine
Basis-Klicks generieren musst, das ist schon ein wenig traurig. Und damit gehe ich mal weiter ab an den guten alten Sweaty Bob. Jungs, und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte den als Thumbnail-Designer genommen. Ich hätte den gerade eben aufgrund von solchen Thumbnails, weil ich am Anfang dachte, die sind real, hätte ich alles dafür gegeben, dass der mein Designer wird. Jetzt stellt euch das mal vor auf meinem Kanal, werden alle Thumbnails geklaut und jeder YouTuber schreibt mir drunter, Digga, du klaust meine Thumbnails. Und in Wirklichkeit kann ich sagen, mein guter Designer hat das gemacht. Was hatte das mit einem Designer zu tun? Einfach ein Thumbnail nehmen, 1:1 klauen und seine eigene Fresse draufklatschen. Und wie man bei dem FGU-Thumbnail gesehen hat, diese 90 plus Mann, was hast du da getan? Daran sieht man doch einfach, dass du das gar nicht selbst erstellt haben kannst. Dieses Thumbnail ist mir übrigens erst später aufgefallen, aber dieses Son-Thumbnail sah am Anfang auch noch richtig nice aus und dann, nee. Also ich bin ganz ehrlich, Jungs, stellt euch mal vor, wenn der mein Designer gewesen wäre. Ich hätte mich in Grund und Boden geschämt. Wahrscheinlich hätte mein Kanal 18 Strikes bekommen gefühlt, auch wenn man bei drei Strikes direkt runtergehauen wird, weil wegen Datenschutzklaus oder wie heißt das? Ich komme gerade gar nicht mehr drauf, Mann. Ich bin gerade so in Rage, Jungs. Ey, was da passiert, wer stellt euch das mal vor? Gerade ich, der alles dafür tut, dass er wenigstens halbwegs guten Ruf hat, der schon durch den einen oder anderen immer wieder kaputt gemacht wird, der bei mir in den Kommentaren rumgeiert. Und auch durch die ein oder andere Eigenwerbung, die meine Mods da raushauen. Aber Jungs, im Endeffekt sind es gute Mods. Es sind Mods, die immer zu mir stehen, es sind Mods, die mich supporten und wenn die das machen, Jungs, da kann ich auch nicht übel sein. Über jeden Menschen muss man über seine Macken hinwegsehen. Nur Marvin hat seine so eindeutig ausgelegt, dass man YouTube-technisch da gar nicht mehr drüber hinwegsehen kann. Ja, Jungs, zum Abschluss dieses Videos kann ich auf alle Fälle sagen, lasst euch von diesem Typen nicht verarschen, so wie ich es gemacht habe. Ich habe falsche Hoffnung in den Jungen reingesetzt, dass er ein guter Designer werden könnte. Er hat mich auf ganzer Linie enttäuscht und auch generell, Mann, Du hast einfach 100 Abos mehr als ich, beziehungsweise 140 Abos mehr als ich und geierst bei mir auf dem Kanal rum. Was läuft bei dir falsch? Und ich muss zum Abschluss auf alle Fälle sagen, wenn du auf irgendeine dumme Idee kommst, mit einer dummen Ansage oder mit einem dummen Real Talk, dann mach ich mit und Mysterium wieder ein Video über dich. Wir haben auf alle Fälle richtig Bock, gerade eben auch Mysterium, der freut sich immer mega, wenn es zu irgendwelchen Ansagen geht. 7 Tage die Woche, ein Doppel-Upload, Team of the Season Video und ein Video über dich, das würde doch bestimmt Spaß machen und wahrscheinlich du kommst noch nicht mal hinterher, weil du noch nicht mal so viele Thumbnails klauen kannst dafür. Ja, Leute, zum Abschluss dieses Videos bleibt mir auf alle Fälle zu sagen, ich pinne seinen Kommentar, wenn er was drunter schreiben sollte, auf alle Fälle ganz oben an und gehe darauf mit Mysterium in den Kommentaren ein, meine lieben Freunde, schreibt auf alle Fälle Hashtag das Mysterium unter das Video und er kann jetzt sein Abschlussfazit raushauen. Ja, Jungs, mein Abschlussfazit zu dem Ganzen ist, dass Man United ein unterirdischer YouTuber ist. Genauso wie das ganze Geschwaddel um mit FIFA oder Passi sind genauso Schweine wie der. Die ziehen ganz YouTube immer runter, ey. So eine Sauerei. Und was ich zu Sweater sagen wollte, er ist absolut in seinem Element, meiner Meinung nach. Ihr könnt ja eure Meinung mal drüber äußern und was ich zu sagen habe, ist, Svetters Ruf geht gut, nicht deiner. Und wenn jetzt die kleinen zweijährigen Untermenschen von Marvin United Kanal wieder rüberkommen und unter Svetters Kommentaren irgendwelche Scheiße schreiben wie Hurensohn oder sonstige Scheiße. Und Sweater hat wieder Beweise geliefert, der hat Bilder eingefügt, der hat Screens eingefügt. Was wollt ihr noch, Sweaters Zuschauer? Ihr habt alles, was ihr wollt. Und Sweater ist der beste Mann. Und damit bin ich raus, Jungs.